Herzlich willkommen zu den DHV-News. Ich habe viel zu erzählen diese Woche. Ich fürchte, das wird mehr als 10 Minuten. Mal sehen. Erstmal eine etwas kleinere Geschichte, dennoch interessant. Ich habe ja schon mehrfach berichtet über das Verfahren gegen Cem Özdemir, der in seinem Ice Bucket Challenge Video eine Handpflanze da stehen hatte und dann eben die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat. Ein Strafverfahren lief, seine Immunität wurde sogar aufgehoben deswegen. Und jetzt wurde das Verfahren eingestellt. Das ist die Nachricht. Wegen Geringfügigkeit, Belanglosigkeit, Kleinigkeit wurde halt einfach eingestellt. Das ist einerseits natürlich lobenswert und fast selbstverständlich, weil es ist ja tatsächlich auch eine Kleinigkeit. Aber letztendlich zeigt das auch mal wieder, wie unterschiedlich das Thema gehandhabt wird. Das Verfahren lag bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Die würde so eine Geschichte vielleicht auch bei einem Privatmenschen recht schnell einstellen oder wahrscheinlich. Während in Bayern das zu ganz anderen Konsequenzen hätte führen können, mit Hausdurchsuchungen, Überwachungen, Ermittlungen im Umfeld, woher kamen die Pflanzen und so weiter und so fort. Scheinbar passiert auch das in Berlin nicht. Und von daher, ja, man fragt sich schon, woher kommt diese Ungleichbehandlung? Nichts gegen Cem Özdemir. Mir war die Aktion durchaus sympathisch, vor allen Dingen, weil er ja auch angekündigt hat, eine Gesetzesinitiative im Bundestag nachzulegen. Es ging also nicht nur um Show. Und ein bisschen Show zum Diskussionen anheizen ist immer gut, auch wenn ich natürlich aus den Reihen von anderen Parteien immer höre, ja, wir müssen über das Thema nachdenken, aber doch nicht so wie der Özdemir. Naja, okay, jedenfalls kriegt er jetzt seine Immunität wieder und die Sache ist erstmal erledigt. Dann das große Thema der Woche. Die Regierung hat angekündigt, bei Cannabis als Medizin Verbesserungen durchzuführen. Insbesondere hat sie angekündigt, dass Cannabis als Medizin durch die Krankenkassen bezahlt werden soll. Das klingt erstmal nach einem sehr guten Schritt, auf den wir lange gewartet haben, den wir lange gefordert haben. Nicht nur wir, auch die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin und die Patientenvereinigungen. Das ist ein längst überfälliger Schritt. Fragt sich, warum tun die das? Nachdem die Regierung wirklich jahrelang, über 10 Jahre lang alles getan hat, um das Thema Cannabis als Medizin klein zu halten, die Verschreibung von Medizin Hanf zu verhindern, geradezu komplett. So war das noch vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren gab es noch Politiker, die haben Cannabis jede medizinische Wirkung abgesprochen und nur die Gerichte haben letztendlich nach und nach durchgesetzt, dass Patienten dann doch Cannabis als Medizin bekommen haben. Gerade letztes Jahr war dann noch das Urteil aus Köln, dass also ein paar Patienten selbst anbauen dürfen. Auch dagegen ist die Regierung in Berufung gegangen und will den Eigenanbau auf jeden Fall verhindern. Jetzt kommt die Ankündigung, wir wollen, dass die Krankenkassen das bezahlen und wir wollen auch die Verschreibungsmöglichkeiten erleichtern. Es gibt sicherlich viele Gründe dafür. Wir haben auch damit gerechnet, dass beim Thema Cannabis als Medizin im Gegensatz zum Genussmittel Cannabis diese Legislaturperiode auch mit der schwarzen Regierung noch was passieren wird, mit Schwarz-Rot. Und das ist einerseits sicherlich auch so, dass die Politiker verstanden haben, dass da was passieren muss und dass da viele Patienten unnötig leiden und dass man das so nicht durchziehen kann, dass man denen helfen muss. Ich würde denen also durchaus auch mal unterstellen, dass sie vielleicht auch mal menschliche Gedanken haben. Andererseits liegen aber auch bestimmte Gedanken nahe, die nicht so freundlich sind. Das eine ist das genannte Urteil aus Köln und den Eigenanbau der Patienten betreffend. Das Urteil war ja vor allen Dingen darauf begründet, dass eben die Krankenkassen diesen Patienten ihr Medizinalhanf nicht bezahlt haben. Das Gericht hat gesagt, die haben da eine Notlage, diese Patienten, die brauchen Cannabis als Medizin, können es aber nicht bezahlen, obwohl sie es eigentlich aus der Apotheke beziehen dürften. Das heißt, wenn die Regierung jetzt vor dem endgültigen Urteil beim BGH zu dem Thema es schafft, dass Cannabis verschrieben werden kann und bezahlt wird von den Krankenkassen, dann könnte es sein, dass sie damit eben auch dieses Urteil zum Eigenanbau wieder kassieren, dass sie das wieder loswerden und weiterhin verhindern können, dass Leute selbst anbauen. Außerdem ist völlig unklar, was jetzt genau von den Krankenkassen bezahlt werden soll. Wir haben ja hauptsächlich im Moment Menschen, die Pharmaprodukte verschrieben kriegen, wie Dronabinol, pures THC oder den Pflanzenextrakt Sativex. Beides Dinge, wo die Pharmaindustrie ordentlich dran verdient. Und eben keine natürlichen Hanfblüten, die viel preiswerter sind.
Und auch auf Nachfrage von uns im Gesundheitsministerium konnte man uns noch nicht sagen, ob eben auch die normalen puren Hanfblüten, die man ja mittlerweile auch aus der Apotheke beziehen kann, bezahlt werden sollen von den Krankenkassen oder nicht. Es könnte also sein, dass da eine Kampagne dahinter steckt, diese natürlichen Hanfblüten wieder komplett vom Markt zu fegen und die Versorgung der Patienten mit Cannabinoidmedizin komplett auf diese Rezeptur- und Fertigarzneimittel wieder zurückzuführen. Das würde unnötig viel Geld kosten, uns Beitragszahler, und ist nicht die optimale Lösung, weil viele Patienten auch sagen, dass die natürlichen Sorten ihnen besser helfen, dass sie auch eine große Auswahl brauchen, weil jede Sorte bei jeder Krankheit unterschiedlich hilft und ab und zu auch mal die Sorte gewechselt werden muss. Ob das also der große Wurf wird, wird sich durchaus erstmal noch zeigen müssen. Eventuell ist es ein Schritt vor und ein halber zurück, je nachdem, wie man das einschätzt mit diesen Fertigarzneimitteln. Ein weiterer Punkt in diese Richtung ist das Thema Medizinpetition. Da haben wir ja im letzten Jahr auch viel drüber berichtet. Viele von euch haben unterschrieben, haben Unterschriften gesammelt und wir haben es leider nicht geschafft, die nötigen 50.000 Unterschriften zusammenzubekommen, die eine Anhörung im Petitionsausschuss erzwungen hätten. Und ausgerechnet diese Woche, während die Ankündigungen reinrollen, dass die Regierung da jetzt was machen will, bekommt Dr. Grotenherm, der ja Hauptpetent dieser Petition war, die Nachricht, diese Petition wird öffentlich beraten im Petitionsausschuss und er darf auch dann eben da seine Position nochmal vortragen. Eine sehr gute Nachricht für alle, die mitgemacht haben, mitgesammelt haben. Das war also nicht umsonst. Wir haben unser Ziel erreicht. Auch wenn wir die nötigen Unterschriftenzahlen nicht komplett zusammenbekommen haben, wir haben genau das erreicht, was auch das Erreichen dieser 50.000 Unterschriften gebracht hätte, nämlich eine solche Anhörung. Natürlich kann es jetzt sein, dass das Ganze quasi ein PR-Gag der Regierung ist, um sich feiern zu lassen für: Wir regeln jetzt das Problem Cannabis als Medizin, wir hören Herrn Grotenherm an und wir bezahlen die Medizin für die Patienten. Wir erinnern uns, schon 2010, glaube ich, ging schon mal die Nachricht durch die Medien: Regierung legalisiert Cannabis als Medizin. Damals war das aber nur eine einzige Indikation, nämlich das Medikament Sativex für Patienten mit Multipler Sklerose. Die bekommen auch tatsächlich die Kosten jetzt schon von den Krankenkassen. Aber es ist nur ein ganz winziger Teil der Patienten, die davon profitiert haben. Und wir werden sehen, ob jetzt wieder doch eher kleine Schritte kommen, wo dann groß durch die Medien geht, das Problem ist geregelt, obwohl eigentlich immer noch jede Menge Probleme bestehen. Auf jeden Fall, die Petition wird beraten, auch eine gute Nachricht. Jetzt nochmal zwei Landesthemen, beziehungsweise auch ein kommunales Thema. Hessen, Frankfurt, damit fange ich an, das ist eine kürzere Geschichte. Auch da habe ich schon öfter berichtet über die Vorgänge, Diskussionen in Frankfurt, über die Einrichtung eines Modellprojekts zur Cannabisabgabe. Die Grünen hatten das gefordert. Die grüne Gesundheitssenatorin Heilig hat es vorangetrieben, eine große Konferenz gemacht. Dann haben wir gehört, die CDU ist dagegen, der Koalitionspartner der Grünen. Und jetzt kam noch mal raus, also wir hatten das vorher gar nicht auf dem Schirm, die SPD in Frankfurt hat einen Antrag gestellt, ein solches Modellprojekt einzurichten. Und zwar 2 Tage nach der großen Konferenz, die in Frankfurt organisiert worden ist, schon im letzten Jahr. Dieser Antrag ist jetzt noch in der Schwebe, wird vermutlich ewig verschoben werden, weil eben die Grünen mit ihrem Koalitionspartner CDU da nicht auf eine Linie kommen. Aber das zeigt, dass es immer gut ist, wenn in der Opposition noch eine Partei ist, die das Thema vorantreibt. Und in der Regierung gleichzeitig eine Partei, die dem eigentlich auch positiv gegenübersteht. Meistens die Grünen, die an der Regierung beteiligt sind, als kleinerer Koalitionspartner. Und der große Partner in Frankfurt, die CDU, dagegen ist. Dann kann aus der Opposition, in dem Fall von der SPD, Druck gemacht werden. Die Grünen müssen sich irgendwie positionieren. Sie tun sich natürlich schwer, so einen Antrag abzulehnen, haben aber auch Schwierigkeiten zuzustimmen, weil das eben die Koalitionsräson nicht wirklich zulässt. Auf jeden Fall hält das die Diskussion am Laufen und man kommt dann doch irgendwann einer Lösung näher. Und genau das Gleiche passiert in Nordrhein-Westfalen zurzeit. Da war vorgestern, am Mittwoch dieser Woche, eine Anhörung
in Bezug auf einen Antrag der Piratenpartei. Da sind es also die Piraten, die aus der Opposition heraus die rot-grüne Regierung in dem Fall unter Druck setzen. Die Grünen haben mehrfach signalisiert, dass sie gerne bei Cannabis was tun würden. In dem Fall ging der Antrag tatsächlich auch um eine komplette Legalisierung, die per Bundesratsinitiative im Bund beantragt werden soll sozusagen, aber auch um eine Entkriminalisierung der Konsumenten, Heraufsetzung der geringen Menge auf 30 Gramm, also ein sehr weitgehender Antrag, den die Grünen genauso hätten stellen können in der Opposition, jetzt in der Regierung mit einer zähen SPD, aber da nicht so richtig vorwärts kommen. Sehr schöne Aktion der Piraten, auch nochmal, von den Piraten hört man ja immer weniger, aber in dem Fall machen die ihren Job in Nordrhein-Westfalen und wenn die nächste Wahlempfehlung kommt, in NRW spielen die Piraten tatsächlich gerade eine gute Rolle in der Drogenpolitik. Die Anhörung selbst, ich verlinke alle Dokumente, meine Stellungnahme, die Stellungnahme der anderen Sachverständigen, könnt ihr alles mal durchlesen und auch den Videomitschnitt der ganzen Sitzung, eine Stunde, 40 Minuten oder so. Wer sich nochmal den aktuellen Stand der drogenpolitischen Diskussion, cannabispolitischen Diskussion in Deutschland angucken will, ist teilweise ein bisschen zäh, aber gut, wer da ein bisschen genauer interessiert ist, möge sich das mal anschauen oder eben nur die guten Beiträge, ich denke hoffentlich von mir einigermaßen und von den Kollegen Gassmann und Verse, die also auch eine sehr straighte Position beziehen, von wegen, ja, wir müssen dem Antrag zustimmen und ja, Legalisierung macht Sinn und so weiter. Aber es zeigt eben auch, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Es sind viele Stellungnahmen dabei gewesen, die recht merkwürdig waren. Zum Beispiel die Vertreterin der Krankenkassen hat gesagt, es würden ja schon die Medikamente, die von Ärzten verschrieben, jetzt schon von den Krankenkassen bezahlt werden. Ja, da fragt man sich, was das für eine Sachverständige, wurde mehrfach nachgefragt, sie hat es immer wieder bestätigt, also hat sich damit scheinbar überhaupt nicht befasst, hat überhaupt keine Ahnung davon. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt schon irgendwie den ganzen Leuten, denen Dronabinol, Sativex oder die Blüten verschrieben werden, das Cannabis bezahlt wird. Naja, also man wundert sich dann da manchmal, was dann sogenannte Sachverständige da erzählen. Aber zum Beispiel auch die Stellungnahme vom Bund Deutscher Kriminalbeamter hat nochmal gezeigt, dass die Diskussion in der Polizei, auch bei diesem BDK, noch lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem deren Bundesvorsitzender André Schmidt ja in den Medien sehr gut rübergekommen ist, gut argumentiert hat, warum man jetzt wirklich ernsthaft Änderungen in der Cannabispolitik angehen muss, ist eben jetzt da der nordrhein-westfälische Vorsitzende gewesen, der eine andere Position bezogen hat, der eher auch gewarnt hat und der klargemacht hat, im Bund Deutscher Kriminalbeamter wird da noch sehr kontrovers diskutiert. Es gibt da bei weitem noch keine einheitliche Marschrichtung. Er hat zum Beispiel dann auch davor gewarnt, dass in Uruguay, wo jetzt legalisiert wird, jetzt auch Banden, Cannabis über die Grenze schmuggeln, ja, hu, als wenn das vorher nicht der Fall gewesen wäre. Oder dass da jetzt ein Cannabis-Extrakt aufgetaucht ist mit 50% THC. Ui, ja, also das Zeug kriegt man in Colorado so auch im ganz normal im Laden gekauft. Ne, muss man halt weniger von konsumieren. Muss man natürlich viel mehr mit aufpassen als mit anderen Produkten. Aber dann mag man dann eben auch dem Mann entgegenhalten, hallo, in Deutschland in der Apotheke bekommen ein paar tausend Leute Dronabinol, 100% reines THC. Ja, die werden auch nicht alle verrückt. Da könnte man auch sagen, dass Bandenkriminalität, die Bundesregierung, die Apotheken und die Ärzte haben sich da zusammengetan, um unglaublich potentes Cannabis mit 100% THC an die Leute zu bringen. Also es kommen da wirklich merkwürdige Argumente. Oder ein anderer aus der Psychiatrie hat vorgeschlagen, dass man nur abhängigen Cannabiskonsumenten Cannabis in der Apotheke über den Arzt dann abgeben sollte per Verschreibung und die anderen müsste man aber schon weiter verfolgen als nach wie vor Signal, dass Cannabis gefährlich ist. Also sehr krude Argumente zum Teil auch bis hin zu der Frau Franke, ebenfalls Psychiaterin, die hardcore-mäßig argumentiert hat, wie irrsinnig gefährlich Cannabis ist und dass man auf gar keinen Fall irgendwie liberalisieren darf. Im Zuschauerraum ging dann schon so der Gedanke rum, dass vielleicht doch ein Klon von Professor Thomasius aufgetaucht ist. Ich persönlich glaube das nicht. Sie sah dem Herrn Thomasius auch nicht ähnlich, aber was sie so gesagt hat, klang schon durchaus Thomasesk.
Ja, was passiert jetzt mit diesem Antrag? Erstmal nicht viel vermutlich. Also es ist erstmal so, dass nach so einer Anhörung nicht sofort abgestimmt wird, was jetzt gemacht wird, sondern die Abgeordneten hören sich erstmal an, was die Sachverständigen zu sagen haben. Und dann ist natürlich dieser Antrag der Piraten auf dem Tisch, der jetzt dann irgendwie behandelt werden muss, dem zugestimmt, der abgelehnt werden muss, wie auch immer. Oder die Regierungsparteien nehmen das Thema irgendwie auf und modifizieren das irgendwie und machen andere Schritte. Und darauf kann man zumindest noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hoffen. Dass jetzt also Rot-Grün sieht, also das Thema wird so heiß diskutiert und da ist so viel auch Nachfrage in der Bevölkerung danach, dass da was endlich mal passieren soll, dass sie sich vielleicht tatsächlich für einzelne Schritte dann endlich mal durchringen können. Immerhin, Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen war mal recht progressiv, am Ende der 90er mit Druckräumen, Heroinvergabe, haben die alles mitgemacht, ganz vorne dabei. Und seitdem sind die drogenpolitisch so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Und vielleicht wachen sie da nochmal draus auf. Und das Tollste wäre zum Beispiel, wenn sie auch selber als Landesregierung ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe mal machen, um rauszufinden, wie das eigentlich wirkt. Köln-Innenstadt zum Beispiel, das Bezirksparlament hat ja genau sowas beschlossen. Vielleicht kann die Landesregierung so einen Modellversuch im Bezirk Köln-Innenstadt mal machen. Das wäre eine runde Sache. Da ist offensichtlich auch eine Mehrheit dafür da. Da ist dann die Bevölkerung auch nicht dagegen. Da gibt es keine große Revolution von der Lokalpolitik. Das wäre eine schöne Sache. Oder wenigstens ein paar kleine Schritte, zum Beispiel im Führerscheinrecht, dass nicht bei jedem kleinen Besitzdelikt sofort eine Meldung an die Führerscheinstelle geht, auch wenn derjenige gar nicht im Auto gesessen hat. Da gibt es für eine Landesregierung durchaus auch viel zu tun. Ohne gleich den ganz großen Wurf zu machen, wenn die SPD denn da jetzt unbedingt bremsen will und lieber kleine Brötchen backen will. So viel von mir. Ich wünsche einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Haben halt alles durchsucht und was sie fanden, war eigentlich nur zufällig einige Fotos von den zwei Pflanzen, was ich mal vor 6 Jahren circa gezüchtet habe. Und dann ging halt der ganze Prozess los.